Public Viewing hat zwei große Feinde, den Regen und den Sturm. Und so gab es am Mittwoch den ganzen Tag über besorgte Blicke zum Himmel. Auf dem Weg nach Lauchhammer, dort sollte an der Schlossmühle das Public Viewing stattfinden, kommt die erste Absage. Da hat der Regen schon mal gewonnen. Na, das kann ja heiter werden. Nächster Versuch beim Senftenberger FC 08. Die Nachwuchskicker lassen sich vom Wetter schon mal nicht abschrecken. Und auch René Kaden und seine Mitstreiter folgen dem Motto, wir ziehen das durch. Aber die Fangemeinde fühlt sich dann doch eher in der trockenen und warmen Gaststube wohl. Frage an die Wirtin. Was ist das Schöne am Public Viewing? Na, dass viel Betrieb ist natürlich, dass alle Leute gerne herkommen, lustig sind, was trinken und Fernsehen gucken wollen. Und natürlich, dass Deutschland gewinnt. Gleichberechtigung ist mittlerweile auch in der Männerdomäne Fußball angekommen. Und auf solche Fans kann sich die deutsche Mannschaft immer verlassen. Trotzdem, ich bin 88 Jahre alt, gehe ständig hierher zum 20er und gucke auch gerne Fußball. Und wer hat den größeren Sachverstand, die Frauen oder die Männer? Ja, es ist immer abwechselnd. Auch manchmal wackelig. Es ist 18 Uhr, Anstoßzeit. Der Biergarten verwaist, ein trauriger Anblick. Die letzten Fans sichern sich einen Platz im Trocknen. Was erwarten Sie heute von der deutschen Mannschaft nach dem gelungenen Start gegen Schottland? Selbstverständlich 3-0. 3-0? Ja. Also Optimismus heute? Ja, na, selbstverständlich. Na, ich denke, dass unser Gewinn heute. Ich denke so 2-1. Na, auf jeden Fall gewinnen. Natürlich. Ich denke mal so 2-1 oder so. Denke ich, ich weiß, ich hoffe es. Und der Optimismus scheint berechtigt. Ortswechsel nach Schwarzheide. Mittlerweile führt Deutschland durch einen Treffer von Musiala mit 1-0. In Schwarzheide lädt der örtliche Karnevalsclub zum Public Viewing in den Narrenhof. An diesem Tag genau die richtige Entscheidung. Ist doch geil mit allen Leuten hier zusammen. Geile Stimmung, geile Musik, geile Leute. Da haben wir gedacht, da fahren wir mal hierher. Und ist ja super, also die sehen, der ist ja Wahnsinn, wie viel hier wirklich los ist. Public Viewing in Schwarzheide ist auch für Detlef Lücke, den Präsidenten des Karnevalsclubs, etwas ganz Besonderes. Ja, dass man in einer Riesengemeinschaft ist, egal von wo man kommt, alle sind hier Gäste und alle herzlich willkommen. Und dann erlebt man Fußballfieber in einer Gemeinschaft, jubelt für Tore und ist vielleicht auch irgendwann mal traurig, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Aber jetzt sind wir guter Hoffnung, dass es irgendwie noch klappt mit unserer Ehe. Und Sie haben ja gesagt, Sie machen das schon eine ganze Weile. Sie haben einen Haufen Erfahrung schon. Ja, wir machen das schon sehr, sehr viele Jahre. Ich glaube, es ist die dritte EM, die wir hier drin als Public Viewing im Narrenhof machen, veranstalten. Und zwei WMs haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Und auch Schwarzheides Bürgermeister lässt sich das nicht entgehen. Also ich freue mich, dass unter der Woche unser Vereinsangebot Public Viewing im Narrenhof bei unserem Karnevalsverein angenommen wird. Der Saal ist voll, die Stimmung ist gut, das Spielergebnis entsprechend. Und ich habe auch noch jede Menge geschäftliche Partner der Stadt Schwarzheide angestiftet, nicht in die Großstadt zurückzufahren nach Berlin oder nach Hamburg oder sonst wo, sondern heute hier zu bleiben. Unmittelbar vor der Pause eine Schrecksekunde für die Deutschen. Ungarn erzielt ein Tor, aber glücklicherweise aus Abseitsposition. Durchatmen, Halbzeitstand 1-0 für Deutschland. Zum Glück war das gerade abseits, muss man sagen. Aber an sich super Taktik, die spielen einfach geil. Ja, Deutschland gewinnt, ist ganz klar. 4-1. 3-1. 3-0. Und wie weit kommt Deutschland? Finale. Wir haben natürlich eine ungarische Partnerstadt und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wie geht's aus? 3-2 für Ungarn. Das war ein Versprecher. Ich meinte für Deutschland. Aber wir schauen. In der zweiten Halbzeit drängen die Deutschen auf die Entscheidung. In der 67. Minute ist es dann soweit. İlkay Gündoğan trifft zum 2-0. Das ist auch der Endstand. Nach dem Schlusspfiff zufriedene Gesichter bei den Fans. Sehr, sehr schön gespielt. Und ja, die weiße Weste behalten wir da in dem Spiel auf jeden Fall. Und auch beim Bürgermeister fällt das Resümee sehr positiv aus. Ein wunderschöner Abend. Schön, dass wir dieses klare und eindeutige Ergebnis hier erzielt haben. Aber ich freue mich viel mehr über die gute Stimmung und immer noch über den guten Besuch. Und ich bin hier sehr gerne im Narrenhof. Ja. Diese Komplimente des Stadtoberhaupts freuen sicher auch den Karnevalsverein.
Der gehört neben den Spielern der deutschen Nationalmannschaft zu den Siegern dieses Abends. Und wir haben einen schönen Abend mit einem guten Umsatz gehabt. Und da kann man sich doch drauf freuen, weil das kommt ja unseren Kindern und Jugendlichen im Verein zugute. So, dass wir ein schönes Vereinsleben und ein schönes Vereinshaus auch weiter pflegen können. Auch wenn es beim Public Viewing am 19. Juni nicht nur Gewinner gab, gelohnt hat es sich trotzdem. Wie sicher auch bei allen weiteren Spielen. Dann hoffentlich ohne Regen.